Oder ist das ein Event? Ach nee, das ist einfach. Oh Gott. Hallo, Tiana ist da. Gehört nach draußen, benötigen Standhalt. Attraktivität erhöht, Energie geht runter, ERF geht hoch. Ist einfach ein Gebäude im Außenbereich, wo ich keine Ahnung habe, für was er gut ist. Das große Turnier, es hapert etwas. Sir Nigel Bickleburn. Cheers, cheers. 2-Point Radio. Willkommen und Glückwunsch zu Ihrem erlesenen Geschmack. Sie hören das Kultivierteste, das unser County über die Nähte zu bieten hat. Nigel Bickleburn auf Radio 2-Point. Aber das wussten Sie natürlich schon längst. Wieso mache ich denn so einen beschissenen Verlust, ey? Ich versteh's nicht. Ich krieg nur über Umwege noch Geld rein. Zweiundfünfzig Studenten sind zu wenig. So, den Kredit mal zurückzahlen. Studienjahr nähert sich dem Ende. Kein Grund zur Sorge. Besuch von Roderick. Dann komm mal und besuch uns mal. Ui, da geht Musik ab. Da ist die Party. So, hier sind Leute im Drachenturm, wie es aussieht. Und wir machen plötzlich 15.000 Gewinn. Er hätte gern einen Blumenkübel. Da steht ein Blumenkübel. So, das zweite Jahr ist rum. Wir haben keine Abschlüsse. 30 Leute bleiben im Studium und es kommen neue nach. Und wir haben immer noch nicht genug Punkte, um das Ganze aufzuwerten. Es ist auch zum Mäusemelken. So, wir hätten gerne einen zweiten Turnierplatz. Ich krieg die Krise. Das ist ein Riesenareal, was ich da jetzt bauen muss. So, dann machen wir so ein Zelt ins Eck. Dann machen wir hier so eine Reitbahn hin. Bauen wir da so eine Tribüne davor. Was ist da eigentlich vorne und was ist da hinten? Nee, das müssen wir erstmal rauskriegen. Das ist vorne. Es ist wieder Zeit für Bickleburs Bewertungen. Und dank der erleuchteten Einflussnahme unserer phänomenalen Produzenten haben Sie, die Zuhörer, das dieswöchige Objekt der Begierde gewählt. Die kollektive Weisheit des Publikums hat mir
Hoglocks beschert. Eine beliebte Cerealiensorte, wie ich höre. Also, bring wir es hinter uns, ja? Ich weiß gar nicht, brauchen sie die für irgendwas? Interessant. Schmeckt fast wie... Oder ist das nur Deko? Personal wird daran erinnert, dass Hunde... Verstehe ich nicht so richtig. Das ist fast schon ein bisschen zu groß jetzt. Die Turnierbahn. So, da kriegen wir einen Bonus und ja, ich weiß auch nicht, hier habe ich den Studienpreis gesenkt, damit mehr Leute kommen. Ich kriege zu wenig Studienpunkte, ich brauche 30 für die Aufwertung. Wir gehen ins Folgejahr und gucken einfach mal, was passiert. Der Tag kommt, dann wollen die einen zweiten Vorlesungsraum und ich habe noch gar kein zweites Gebäude. Studienanfänger sollten einen guten Müsste ich dann wahrscheinlich hier bauen. Kein Druck. Vor allem hier steht die ganze Zeit, bilde Mitarbeiter aus. Ich habe nicht mal einen Mitarbeiterausbildungsraum. Wir erwarten Probleme mit Rost auf dem Campus, weil es regnet und die alle in Blechrüstung durch die Gegend laufen. Also ich würde, wie gesagt, gerne mal wissen, was das hier ist. Pure Unterhaltung? Bringt uns das Geld? Ist das für irgendwas gut? Ist das auch nicht passiert, wenn ihr mich fragt? Was nur, es geht schon wieder kaputt. Also sollten wir mal einen Hausmeister rufen, der es repariert. So, da machen sie wieder hippidi-hopp. Wir haben einen Stufe 9 Campus. Und kriegen ein paar ERPs. Wunsch nach romantischem Film. Ist der Event nicht schon eingerichtet? Nach einer schnellen Mundspülung kann ich die Bewertung nun fortsetzen. Die Fusion von Süß und Salz. Wunsch nach flaches Blumenbeet. Perverserweise der letzte Schrei. Kein Wunder also, dass diese Mode auch ihren Weg in die Welt der Alltagsesser gefunden hat. Herzlichen Glückwunsch an das gemeine Volk. Jetzt wollen sie auch noch so einen Genuss dieser Automaten. Eieieiei. Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Jetzt benötigen wir einen Pranger auf dem Turnierplatz. Ja, auf dem dann ja auch, ne? Ich meine, mag jetzt blöd klingen, aber das hier ist sogar der größere. So, wir machen wohl wieder einen Gewinn und haben auch einen Tag der offenen Tür. Und wir warten weiter auf romantische Filme. Wobei, wir hatten die doch eigentlich, hatten wir die nicht geplant. Studierende werden gebeten, sich großartig zu amüsieren. Wo sind die alle abgeblieben?
aus Kostengründen abgesagt, vermutlich. Also, wir können uns nicht mehr drauf verlassen. Mit ist ja geplant, passiert ja. Es könnte abgesagt worden sein. So, den ersten haben wir wohl wieder. Oder auch nicht. Ja, sehr verwirrendes Spielchen, was die hier treiben. Erinnerung an alle Studierenden. Ich bin nicht eure Mutter. Wollen sie nicht mal die Leute stellen jetzt? Ah, haben wir alle gestellt. Sehr gut. Wir haben irgendwie ein Problem mit der Attraktivitätswertung. Also, wenn wir Attraktivität über 75 bringen, könnte das funktionieren. Vorlesungen im Studiengang Rittersportwissenschaft mit Note B+ könnten wir sogar hinkriegen. Wir von Bangle wissen, was junge Leute von Aber ich werde langsam müde. Unabhängigkeit. Spaß. Räder. Der Biber von Bangle. Aber wir haben uns dahin gemausert, dass wir Plus machen. Das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg. Wir machen kein Minus mehr. Wir haben zwar immer noch kräftige Minusbeträge, aber wir machen kein Minus mehr. Artillerie benötigt Forschung. Unbeaufsichtigte Sandwiches werden gegessen. Und dann forschen wir da mal. Wo ist unser Dozent für die Forschung? Das geht mir irgendwie so leicht auf den Senkel. Wieso sind die Sachen hier außer Gefecht und keiner repariert's? Wie viel soll ich denn noch einstellen von den Dozenten hier? Ich habe 5 Dozenten, 2 können Forschung. Oder einer? Ne, 2. Und beide sind nicht dort, wo Forschung betrieben wird. Muss man auch erstmal verstehen. Studiengebühren sind teuer. Bildung ist unbezahlbar. So, Aufgabe nicht geschafft. Wir brauchen zu lang zum Forschen. Warum auch immer. Der zahlt uns 10.000. Ja, die Party können wir leider nicht bieten zurzeit. Und die wünschen sich einen abnehmenden Mond. Der ist ja auch so platzsparend bis zum geht nicht mehr. Stellen wir den da in den Flur. Da ist ein bisschen Platz wenigstens. Aua. Da hau ich ins Mikrofon. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. So, ja. Bin gerade am Überlegen. Attraktivitätswertung.
Woran hapert es bei uns? Große leere Räume sind mit Sicherheit ein Problem. Freund und Retter der Frequenz. Ich habe alles versucht, um den nächsten Song aus unserem Katalog zu bekommen. Leider erfolglos. Naja, wenigstens kann ich Sie warnen. Sie sollten und werden diesen Song nicht genießen. Doch genug davon. Hier nun ein Stück musikalischer Mumpitz. Ich suche eigentlich Blümchen. Gucken, ob das irgendwie was hilft. 1-2% mehr? Nee. Dann müssen wir vermutlich andere Sachen wie das hier, was ja bei der Attraktivität hilft, weiter erforschen und aufbauen. Ja, ich weiß nicht, ob das großartig hilft, wenn ich außen ein paar Blumenbeete hinmache, Knöpfchen. Herzlich willkommen übrigens. Außerdem bin ich langsam auch durch. Also auf die Ideen komme ich nicht mehr. Die muss man mir im Chat schreiben. ich glaube, das hilft der Attraktivität nicht wirklich. Die geht gerade runter. Jetzt geht's so hoch, warum auch immer. Abgelenkte Studierende sollten zumindest so tun, als hörten sie zu. Ich glaube, was ich wirklich brauche. Ist ein Getränkestand. Mit einem Profi im Smoothie verkaufen. Und eventuell noch ein Gemüsekiosk. Es könnte helfen. Hallo, dat Vieh. Ich bin gerade so leicht am Verzweifeln. Der kann bestimmt umladen. Komm, geh Getränke verkaufen. Kannst zwar nicht, aber immerhin. So, weil kaum habe ich die Dinger gebaut, geht's hoch. Und dann geht's doch wieder runter. Warum? Weil ich keine von diesen Waffen-Dings da hab. Zeit für Klatsch beim Tee mit Nigel B. Nigel B? Wer hat das geschrieben? Wer? Der Schuldige wird sofort gefeuert, klar? Wie ich höre, wird ein gewisser Produktionsassistent eines gewissen Radiosenders heute gefeuert. Skandalös, ich weiß. Aber das haben Sie nicht von mir gehört. Wir haben gerade ein Forschungsprojekt abgeschlossen. Nee, es hat nichts gebracht. Es ging mal kurz hoch auf 60 und dann ging es wieder runter, warum auch immer. Ich glaube, dass das hier fehlt. Diese. Wie heißt sie denn? Basilisk? Artillerie.
So, eventuell bringt das eine bessere Laune bei den Studenten, weil sie jetzt alles machen können, was sie wollen. Und dann ist wieder ein Studienjahr rum. Gucken wir uns die Aufzeichnung von Jahr 3 an. Und Prost Eisbären 10, der immer wieder dran arbeitet, dass mir nicht langweilig wird und meine Blase platzt. Ah. So, 14 Abschlüsse, 100% haben bestanden. Wir haben 59 Studentenbeziehungen. Ich glaube, ich weiß, was die Studentenbeziehungen sind. Die Studenten untereinander, die sich mögen. Der Powernipping Club ist der beliebteste Club. Nicht randalieren. Und das Studienjahr ist rum. Und wir können endlich aufwerten. Und dann kriegen wir 29. Und jetzt müssten wir es eigentlich schaffen, mehr Geld zu verdienen. Aber wir brauchen schon wieder einen Kampfplan. Ich kann nicht mehr. So, den eingestellt, das abgehakt. Ich bin am Überlegen, wir machen das ganz einfach. Wir nehmen diesen Kampfplatz. Und kopieren ihn hierher. Arzt, bitte zurück ins Krankenhaus. Besten Dank. Ich bin gerade am Überlegen. Wo sind die Wege? Ich weiß, es gibt Wege. Aber ich glaube nicht hier. So, erstmal machen wir hier mal die Belohnungsabholung. Es mag Sie vielleicht schockieren, aber in den prägenden Jahren meiner Jugend hatte ich eine Gothic-Phase. Schwer zu glauben, ich weiß. Doch für den jungen, leicht zu beeindruckenden Bickleworth gab es nichts Spannenderes als Strebebögen und Wasserspeier, so versonnen, so düster und dabei so... Die Management-Ansicht ist ja auch hochinteressant. Natürlich kam ich schließlich zur Vernunft und lernte die provokative Opulenz und Theatralik des Barock lieben. Tja, man lernt einfach nie aus. Da kann ich jetzt auch alle Grundstücke kaufen, die es noch zu kaufen gibt. Komme ich da wieder raus? Okay. Das Pause-Menü. Wie baue ich Wege? Ist das noch nicht freigeschaltet? Weil dann könnte man hier so einen Weg reinziehen oder hier so einen Weg rüber machen und dann so einen Weg reinziehen. Das Außenobjekten oben. Das darf nicht wahr sein.
Habe ich den echt übersehen? Ich habe überall geguckt und übersehe diesen Reiter. Vielen Dank, Datvi. Manchmal ist man einfach durch. Manchmal ist man einfach durch. So, und das hier ist der Innenbereich der Wege. Wenn ich das richtig sehe. Ja, nee, ich bin langsam, ich merk's, ich werd müde. Aber noch geht's ein bisschen. So, dann haben wir da mal einen Weg gemacht. Nicht schön, aber selten. Das hier können wir vielleicht auch mal bemalen. Macht, glaube ich, keinen Sinn. Jetzt wissen wir auch mal, wo die Wege sind. Reit, Gequälte aller Orten, eure Erlösung nach. Denn es ist wieder Zeit für Onkel. Bin sogar am Überlegen, wir dürfen mittlerweile genug Leute kriegen. Meine große Schwester behandelt mich, als wäre ich immer noch ein Kind. Wie schaffe ich es, dass sie mich ernst nimmt? Oh nein, wie furchtbar. Also für den Studienpreis wären sie happy. Mein Rat? Dann nehmen wir den mal, vielleicht werden sie dann happy. Wir sind gerade nicht so attraktiv. So, und einen Vorlesungsraum brauchen wir, dann brauchen wir ein ganzes Gebäude. Das ist nur die Frage. Bauen das hier. Kostet 54.000. Einen Eingang zur Straße hin und der Campus hat ein neues Gebäude eröffnet. Ist das nicht wunderbar? Ja, nicht so ganz, weil es optisch nicht so schön aussieht, wie ich mir es vorgestellt hätte, aber gut. wir haben doch die Artillerie. Wir haben dreimal Artillerie da stehen. Wir besiegen immer alle Eindringlinge. So, und jetzt müssen wir den Vorlesungsraum dann hier nehmen, kopieren den hier rüber. Und packen den hier hin und hängen hier einfach noch ein bisschen Raum dran und dann passt das Ganze. Und dann können wir ins Folgestudium. Und dann bin ich mal gespannt, was sich mit der Attraktivität unserer Studenten macht. Jetzt, wo wir die Preise geändert haben, ein paar Wege gezogen haben, alles da haben, was wir da haben sollten. Also die Stimmung geht schon mal hoch. Wir gehen wieder zu auf die 50, 52%.